Ja, Mann, das ist auf jeden Fall mein leiblicher Bruder, Dicker, mein Big Brother. Und ich schwöre, ich küsse euer Herz, wenn ihr rübergeht. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen. Too much pain, I cannot take it. No, the system want to break me. Khalif, brother. Ich liebe das, wenn mein Bruder singt und auch was er macht, wie er es macht und was er da sagt und so. Das ist einfach, man kann einfach 100% stolz darauf sein, so weißt du. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. So, Freunde, was geht ab, Digga, Alter? Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Wir sind heute mal wieder live. Live for den Man. Und zwar werden wir heute reagieren auf ein paar Sachen. Als allererstes werden wir reagieren, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, wir werden auf den neuen Song von meinem Big Brother Ruslock reagieren. Ich sag's nochmal, der ist gerade erst rausgekommen. Ich packe bei YouTube jetzt auch schon mal den Link hier in den Chat rein. Und ja, Dicker, was soll ich euch sagen? Ich wäre euch einfach echt sehr verbunden, wenn ihr trotzdem rübergeht. Wenn ihr mich mögt, einfach einen Daumen nach oben da lasst, einfach was in die Kommentare reinschreibt. Ja, damit wir ein bisschen supporten. Weißt du, was ich meine so? Ich habe Bock, dass der Song mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. Deswegen werden wir jetzt zusammen drauf reagieren. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall mein leiblicher Bruder, Dicker, mein Big Brother. Und ich schwöre, ich küsse euer Herz, wenn ihr rübergeht. Einfach nur einen Daumen nach oben da lasst. Macht mir bitte den Gefallen. Bitte. So, Dalle. Da sind wir doch. In May of 2010, 16. Das ist eine originale Szene von dem vom Verhör und dann haben die einen Schauspieler noch eingebaut, der quasi den Khalif Browder spielt. Khalif Browder was walking home from a party with a friend when he was stopped by police. An officer said a man had accused them of stealing his backpack. Also, da geht's halt um einen Jungen, der auf einer Party war und dann ist er nach Hause gegangen und er hätte angeblich irgendwo einen Rucksack geklaut und deswegen wurde er verhaftet. Aber ich habe mir auch überlegt, dass wir eventuell mit meinem Bruder zusammen nochmal ein Video machen, wo ich dann mit ihm zusammen einfach mal die Story durchgehe und dass er noch ein bisschen was dazu erzählt, weißt du? Ist halt eine ganz krasse Geschichte so. I felt like they were just playing with my life. Yeah. A boy went down to a block party, 16 years old, innocent and humble, didn't know what was coming on the way back. He gets arrested for a stolen bag, the bail bond. His mother couldn't pay that, so he get right inside the prison of Rikers Island. Was a silent kid sent to a place of violence, but he need to stay strong because otherwise the inmates come and they don't care to take another life. Every day they jump on him and he gets frightened, so he spent his time in solitary confinement. Waiting for the trial, but every time they shifted, making things up because they lost a damn witness. The system is fucked up for a black boy in America. Khalif Browder, the character, he start to hate the warders for what they did to him. They stopped to give him food and water, man, it's sickening. 3 years later, still. Ich finde, der Schauspieler hat auch richtig geil gespielt, Mann. Ich liebe das, wenn mein Bruder singt. Ich sag dir immer, Bro, mach mehr mit deiner Gesangsstimme. Ich liebe deine Gesangsstimme, ich schwör's dir. Die ist einfach geil, Mann, die gibt mir Vibes. Ich versuche ihn auch immer wieder dazu zu überreden, dass er mal was in Deutsch macht, aber früher haben wir, also hat er auf Deutsch Musik gemacht. Der hat schon vor 15 Jahren mit Musik angefangen. Vor 15 Jahren. So. Hier ist der Link nochmal auf Twitch auch. Geht bitte rein und lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare rein. Justice for Khalif Browder. So much pain, I cannot take it. No, the system want to break me. Khalif Browder. Justice for Khalif Browder. Browder. Back into the ghetto, he will never be the same. 1 year in isolation will fuck everybody's brain up. He's mad about the system, try to make his case public. But some people think he profits, so they want his pocket. Yeah, they cut his face, but ain't nobody watched it. Injustice, everywhere he go, he can't stop it. They even shot him in his stomach, just another predator. He realized black lives don't matter in America.
Real talk, Bruder, real talk, bro. This case in the state of New York, he's going to report, but don't wanna get back in the car. His mother is crying because the son is traumatized. Cops in every corner follow him like parasites. Back in the interview, they ask him about the hanging and the beating, showing tapes of how the guards treat him. Every sequence they repeated, yeah. No. Hinten ist Mojay, hinten links ist der Producer Mojay, der rechts, der Bruder, ist auch in der Band mit und die machen auch Live-Musik hier in Hannover und spielen oft Live-Musik am Maschsee, wenn ihr mal Bock habt, die zu sehen. Da ist auch eine Sängerin dabei, die hat eine richtig geile Stimme. Ja, Mann, komm vorbei. Tactics, they want to drive him crazy and put him in a casket. And soon he gets paranoid, another charge. Yeah, you need to stand trial, but his mind drifting apart. Paralyzed, thinking about the prison cell. He told himself, never go back to the living hell. The only option he can think of is to escape the world. No more bad luck, no, you need to break the curse. Ich finde, der spielt richtig gut, Digga. Khalif brother, another victim crucified by the system. With 22, he committed suicide. So much. Gänsehaut, Bruder, ja. 22, Bro. Pain, I cannot take it, no. The system want to break me. Khalif, brother. Justice for Khalif, brother, brother. So much pain, I cannot take it, no. The system want to break me. Khalif, brother. Justice for Khalif, brother, brother. Ich schwör's euch, ich weiß es jetzt schon, ist mir egal, wer was sagt. Ich weiß ganz genau, mein Bruder wird irgendwann einen Song raushauen, der die ganze Welt auseinandernehmen wird, Bruder. Hundertprozentig. Justice for Khalif, brother, brother. Justice for Khalif, brother, brother. I lost my childhood. I lost my happiness. I don't really tell too much people about this. Ich bin auch stolz, Mann. Ich bin voll proud, dass der sein Ding so durchgezogen hat. Mein Bruder hat keine einfache auch Kindheit gehabt und so viel Scheiße erlebt, hat fast sein Bein verloren bei einem Motorradunfall und so. Überhaupt noch diese Lebensmotivation, weißt du, zu behalten in den, zu den Zeiten war für ihn schwer, Digga. Und deswegen bin ich einfach stolz, dass er halt das Ventil Musik immer noch weiter verfolgt, schon seit 15 Jahren. Egal wie viel Aufmerksamkeit oder nicht, dass er halt immer weitermacht so. Und auch was er macht, wie er es macht und was er da sagt und so, das ist einfach, man kann einfach 100% stolz darauf sein, so weißt du? Guck mal, der Kleine, der ist auch geil, das ist der Sohn von seinem Producer, Mojay. Ich schwör, der Typ, der kleine Bruder, der kann auch schon so Gitarre spielen und so, der macht auch schon an dem Ding rum, wo man Beats macht und so, der hat schon richtig krasses Talent und der trifft immer den Takt, immer. Without talking to anybody, I feel like that maybe had something to do with it, because that's where those habits started to pick up. You know, deep down, I'm a mess, because it's like, I'm 21, and in the inside, I feel like 40. I always believed in standing up for what I felt was right, and if I would have just been playing guilty, then my story would have never been heard. Nobody would have took the time to listen to me. I'd have been just another... Das ist er, Khalif Broder. Reinhauen in den Chat und wäre euch sehr dankbar und verbunden, wenn ihr da ein bisschen Liebe da lasst zu meinem Brother.